ja eigentlich fast nichts, was ich so sehr mag wie kochenfreie Schnauze. Und jetzt kam gestern die Biobox und jetzt habe ich zu verarbeiten viele Pilze und Bärlauch. Und ich mag Bärlauch total gerne. Und ja, wer Bärlauch nicht kennt, der schmeckt so ein bisschen wie Knoblauch. Hat so eine Knoblauchnote und schaut so aus. Und das werde ich jetzt alles weiterverarbeiten. Und wie, das zeige ich euch jetzt, indem ich einfach freie Schnauze koche. Und zwar mache ich so eine Bulgur-Pilz-Porree-Bärlauch-Pfanne. Und das wird richtig gut. Ich erhitze mir hier gerade in der Pfanne Kokosöl. So, wenn das Kokosöl geschmolzen ist, dann habe ich hier jede Menge Pilze, die ich damit in die Pfanne gebe. Und Lauch, den habe ich mir hier schon mal geschnitten. Und das brate ich jetzt erstmal richtig schön an, rühre das gut durch und mehr mache ich jetzt erstmal noch gar nicht. Auf der Herdplatte brutzelt es jetzt natürlich lustig und ich richte mir jetzt hier schon mal die grüne Soße her. Dafür nehme ich einfach den Bärlauch und gebe ihn hier so in den Mixbehälter. Wie viel kann ich euch nicht verraten, gebt einfach so viel, wie ihr lustig seid, rein. Also ich tue das mit dem Stiel ganz normal hier so rein. Und weil der Behälter dann voll ist, blende ich das schon mal. So, so, dann habe ich das hier schon mal geblendet. Jetzt gebe ich hier noch Petersilie dazu. Wird einfach so abgezupft und gebe die damit rein. Sprich auch hier so eine ordentliche Portion Petersilie. Dann kommt ein richtig guter Esslöffel Mandelmus dazu. Dann natürlich Pfeffer. Ich habe jetzt hier Zitronenpfeffer, aber ihr könnt natürlich auch normalen Pfeffer nehmen. Eine ordentliche Portion Salz. Soll ja noch was schmecken. Richtig großzügig Muskat. Und dann wird das Ganze nochmal geblendet. Fertig ist die grüne Soße. Also ihr könnt ruhig mal abschmecken. Ja. Das Gemüse ist jetzt für meine Verhältnisse genug angebraten. Gebe ich jetzt Kohlenhydrate nach Wahl hinzu. In meinem Fall habe ich mir hier schon im Reiskocher Bulgur gegart. Der ist von gestern. Den habe ich einfach so im Reiskocher gegart und hatte den eben noch übrig. Und den gebe ich jetzt hier so mit rein. Natürlich auch Reis, Nudeln, Dinkel, Graupen, was euch irgendwie einfällt, Couscous dazu geben. Ja, und dann schütte ich einfach nur noch meine herrliche grüne Soße dazu. Schaut euch mal diese Farbe an, das ist der Wahnsinn. Und dann lasse ich das aufkochen, mische das gut durch und brate es einfach noch mal kurz an und dann ist es schon fertig. So, das Ganze habe ich jetzt ein paar Minuten durchköcheln lassen. Ja, und ist jetzt fertig. Und das werde ich jetzt essen. Das bedeutet bei mir kochenfreie Schnauze. Ja, vielleicht ist es für euch eine Inspiration, wenn euch das Rezept gefallen hat. Und vor allem, wenn ihr weiterhin solche Videos mögt, dann schreibt mir das doch mal in den Kommentaren. Und lasst mir doch einen Daumen nach oben für dieses Video da. Das würde mich freuen. Ich lasse mir das jetzt schmecken und wünsche euch noch einen schönen Tag.